im Rheinland bis in den westfälischen Bereich. Und wir befinden uns hier auf einem Standort nähe Coesfeld im Raum Osterwick bei der Firma Langhorst. An diesem Standort arbeiten wir mit der Firma Langhorst und früher Mussinghoff schon 45 Jahre eng zusammen, haben somit sehr gute Kontakte und Endkundenbindungen aufbauen können in diesen Jahren und freuen uns hier einen gelungenen Feldabend präsentiert zu haben. Wir haben uns Mühe gegeben, Geräte, die passend zu dieser Region sind, zur Verfügung zu stellen, um auch für jeden Kunden ein gewisses Maschinenpotenzial da zu haben und erklären zu können oder auch gewisse Anreize schaffen zu können. Speziell vorgestellt hier auf dieser Vorführung haben wir die neue Rubin-Klasse. Wir haben einmal den Rubin 9600, unser Flaggschiff, was wir die letzten Jahre erfolgreich am Markt vertreiben, vorgestellt. Haben aber speziell für diese Böden, dieser Region, die sehr schwer sind, den Rubin 12, den 3 Meter vorgestellt, der einen Scheibendurchmesser von 735 mm hat und sich sehr gut eignet, auf schwere Böden tief arbeiten zu können und somit eine leichtzügigere Arbeit als ein Grubber bei diesen Tiefen gewährleisten kann. Ja, und gerade für die schwersten Böden und viel organische Masse bis hin zum Maisstroh, Kornkorbmix, sehr gut bewältigen kann. Ansonsten haben wir auch den Vario-Flug gezeigt in Form von einem Juwel 8 mit einem Flexback. Der Flexback ist auf leichten bis mittleren Böden mit einem super Packerergebnis zu fahren. Ich brauche nicht mehr die lästigen Transporte des Packers vom Feld mit einem zweiten Schlepper und einem zweiten Mann zu bewältigen. Ansonsten hatten wir noch die Sägekombination Saphir, die hier in der Region vom Gemüsebau bis hin zur Mulchsaat zu Hause ist und für uns die meistverkaufteste Maschine im sätechnischen Bereich darstellt. Die Besucherzahl schätze ich irgendwo auf 600 bis 650. Wir sind froh, dass wir hier von den Wetterbedingungen einen schönen Abend verleben konnten und gehen mit einem guten Resümee nach Hause.